Hey ho, Leute! Ratet mal, wer gestern feiern war. Das war ich. Und jetzt bin ich ziemlich verkatert und habe ein Match gegen Master Off. Yay! Aber geistig bin ich natürlich da. Das Spiel habe ich so verinnerlicht, dass ich es auch im Schlaf spielen könnte. Okay, Leute. Wir fordern Master Off doch gleich mal heraus. Und hoffen mal, dass er annimmt. So, ich möchte gleich zu Anfang mit dem Vampire Control kommen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und vielleicht ist es für ihn eine Überraschung. Vielleicht rechnet er damit nicht. Kommen Sie. Nehmen Sie an. Ja, Leute, er hat angenommen. Bam. Das Gute ist, das Update ist draußen. Also einige Karten sind ja, schwächer gemacht. Okay, was heißt schwächer? Teurer gemacht worden. Finde ich super. Dadurch kommt er mit seinen schnellen Decks nicht mehr so gut durch. Okay, die zwei brauchen wir nicht und den erst recht nicht. Das ist für den Anfang zum Kotzen. Das ist jetzt nicht so toll. Wenn ich zu sagen, voll zum Kotzen. Seid gegrüßt, Freund der Marsch. Apropos Kotzen. Ey, was ist denn das? Das Gute ist, Leute, wenn ich verliere, kann ich das auf den Alkohol schieben und den Kater. Und dann kann ich euch eine Predigt halten. Oh. Die Wasser des Lebens. Oh, ein Chat. Okay, jetzt bin ich überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufrufe. So, Leute, das ist richtig gut. Das ist ja voll geil so. Praktisch. Okay, jetzt können wir wenigstens mal mit dem Gegner kommunizieren. Das ist ja mal richtig gut. Das ist... Da gibt's jetzt eigentlich noch nichts, was ich jetzt spielen wollen würde, was ich mir nicht lieber für später aufhebe. Weil das lohnt sich ja mal gar nicht. Wisst ihr, wie es ist? Ja, fertig machen, wenn sie auf der Freundesliste sind. So. Dann mache ich einfach gar nichts. Dann mache ich einfach gar nichts, Leute. Geht halt nicht anders, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel der das gemacht hat. Okay, Leute, jetzt muss ich kurz mal fragen, wie er das Chat aufruft. Okay. Leute, die Karten sind schwierig, muss ich sagen. Die Karten sind wirklich schwierig. Die Karten sind wirklich, wirklich schwierig. Okay. Kann ich das dann irgendwie so machen? Nee. Dann einfach so. Ah, ich verstehe. Meinst du, es gibt einen Kurzwahl? Ach,
Ist doch egal, ne Leute, ist doch egal, damit will ich euch gar nicht langweilen. Ist doch wurscht. Jetzt bin ich immer noch am Überlegen. Der kann halt mit nichts machen. So. So steht es geschrieben. So. Okay. Dann ballern wir doch mal den Nachtschatten rechts raus. Und hoffen einfach mal, oder beten, muss ich schon fast sagen, dass er da nichts hat. Same und Schuppe. Tanzen wir! Diese Bäume geben mir Macht. So, da ist auch die erste Schwächung. Und zwar wurde er von 4 auf 3 geschwächt. Leute. Der kann aber nichts machen. Das seht ihr. Das seht ihr daran, dass er, ja, auf dem Kreaton spielt. Euer Schmerz ist so köstlich. Ich hab dich mit einem 1-1er verprügelt. Ja, das ist wahr. Ich fühlte mich wie ein Punching Ball. So. Jetzt können wir aber trotzdem Sachen machen, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Denn Sachen machen ist gut für uns, ne? Leute, Sachen machen ist immer gut für uns. Machen wir doch mal den Pyromanten. Nee, machen wir das so. Zack. Dann der Pyromant des Todes. Erhitzen wir mal die Gemüter. Und dann, Leute, und dann, ja, ist der ganze Spaß noch nicht vorbei. Und zwar spielen wir noch das junge Mammut. So. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ich werde den Kämpfer beschützen. Da gibt es viele Möglichkeiten, um Sachen zu machen. Leider komme ich an ihm nicht vorbei, außer ich würde die Scharfschützensperren spielen. Dann würde ich dran vorbeikommen. Ich könnte ihn auch verstummen lassen, Leute. Ich könnte ihn verstummen lassen. Dann hätte er nämlich nur noch 4. Das ist aber eine Sache, die ich nicht machen möchte. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Was? Ich sag's euch gleich. Weil der Man bestimmt noch Histein spielt. Und wenn der Man Histein spielt, dann brauche ich auf jeden Fall den Schattenfenpriester. Ansonsten ist Histein extrem nervig. Obwohl ich in diesem Deck genug Möglichkeiten habe, ihn zu entfernen. Oh yeah. Oh yeah. Goldbrand, Baby. Goldbrand. Bam. Bam, bam, bam. Jetzt verprügel ich ihn mit meinem 2-3er. Mit dem Pyromant des Todes. Ihr müsst gereinigt werden. Nein. Das habe ich ihm auch. Nein.
Ach Leute, so ein Turnier ist witzig. So ein Turnier ist richtig witzig. Okay. Ich töte euch an Ort und Stelle. Dann gehen wir doch mal ins Gesicht. Dann spielen wir den Windbock-Magier-Krieger rechts. Wenn er den hier nämlich vernichtet, kann ich ihn in der nächsten Runde vernichten. Ihr wisst, wie es ist, ne? Ihr wisst, wie es ist. So, die ganzen Schlüsselkarten habe ich ja noch gar nicht gezogen. Ruheloser Templer. Den würde ich mal links spielen. Würde ich gerade mal so sagen. Wenn ich ihn dann links spiele, kann ich ihn ein bisschen in die Ecke treiben. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Dann kommt er nicht mit dem krassesten Shit. Ja, machen wir das so. Machen wir das doch mal so. Oh oh. Oh oh, Leute. Oh oh. Das sind so Sachen, die sind nicht gut. Die sind nicht gut, vor allem wenn er sie als erstes spielt, ne? Komm schon. Das ist sehr, sehr traurig. Gucken wir mal. Oh. Mal was Interessantes. Seid verdammt! Was Interessantes. Erstmal muss ich den hier wegballern. Das Doofe ist, den kann ich jetzt nicht ausspielen. Den muss ich mir noch aufheben. Leider. Dann muss ich ihn leider hier wegballern. Es tut im Herzen weh. Aber ich kann nicht zulassen. Ich kann einfach nicht zulassen, dass er, wenn er die hier tötet, dann einfach noch eine Karte zieht. Ihr wisst, wie es ist, ne? So. Dann ballern wir mal rein. Und töten ihn endgültig. Okay. Wir haben zwar den Fürst der dunklen Krallen, den müssen wir aber natürlich auch aufs Feld kriegen. Ne? Und er hat deutlich mehr Karten und ich denke mal auch dann Möglichkeiten. Und wir haben ja noch nicht mal eine Schlüsselkarte gezogen, also... Ich hoffe einfach, dass er jetzt nichts total Krasses spielt. Der Finsternis. Und damit kann ich leben. Der Finsternis. Den ganzen Sachen nicht mehr. Okay, das ist schon mal toll. Sehr, sehr toll. Kann mir sehr viel Schaden machen, der Dude. Leider. Aber ich kann dann auch aus der Ecke kommen. Ihr wisst, wie es ist, ne? Ihr wisst, wie es ist. Ich möchte ihn weiterhin etwas attackieren. Aber ohne die Rune zu zerploppen. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, ohne die Rune zu zerploppen. Wenn ich den hier spiele und er ihn nicht entfernen kann, dann sieht das gut aus. Unheilklippe Vampir können wir ja optimal mit der Scharfschützenspielerin kombinieren. Er holt sich jetzt natürlich Leben as fuck, ne? Und fesselt die gegnerische Kreatur, das ist doof. Da kommt auch schon der Hist rein.
da macht er Sachen. Der gute Master Uff, da macht er Sachen. Jawoll. Aber ist nicht der Einzige, der Sachen machen kann. Das können wir nämlich auch. Und das Gute, also der war clever. Mein Feld ist riesig. Ich sehe das schon. Wohl wahr. Gut, Leute. Das wird alles jetzt schwierig. Das wird alles schwierig. Und zwar möchte ich eigentlich nicht, dass er meinen Fürst der Krallen loswerden kann. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich muss sowas hier tun. Ich muss den hier loswerden. Und ich möchte den hier loswerden. Obwohl, muss ich ihn loswerden? Eigentlich nicht. Das Board ist wenigstens voll. Dann werde ich lieber den hier los. Das war gemein. Mit dem Feuer spielt. Euer Tuum kann es mit meinem nicht aufnehmen. Ey, das war viel gemeiner. Scheiße. Scheiße, Leute. Da hat er Sachen gemacht. Scheiße. Voll ausgelöscht. Amamora stellt uns auf die Probe. Da habe ich nicht viele Möglichkeiten, ne, Leute? Da kann er nichts machen. Spüre den Zorn meines Drachens. Ja, Leute, das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Ihr müsst gereinigt werden. Ich muss einfach. Ich muss die zwei spielen. Natürlich ist der jetzt unheimlich verschwendet. Aber. Was willst du machen, ne? Ich meine, es gibt auf jeden Fall noch Hoffnung in diesem Deck. Bei Veluz geheiligt. Jetzt doch nicht mehr. Ach du Scheiße. Okay. Den. Der wäre ein Grund, hier verstummen zu lassen. Das wäre toll. Machen wir doch mal so und so. Und jetzt, Leute, machen wir das so und geben ihm das hier. Damit können wir ihn töten. Und hier machen wir dies. Und der Windburg-Magier, der kann dann wenigstens da ein bisschen Sachen machen. Ihr wisst, wie es ist. Ne? Oh, das ist ein echt spannendes Match. Nur er hat deutlich mehr Karten. Echt eine tödliche Angelegenheit mit dir. Nicht auf die. Kann ich nur zurückgeben. Aber jetzt macht er leider den Sack zu. Schade, schade, schade.
verdammt! Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Okay, viel retten kann mich jetzt nicht mehr. Diese Histheine. Gute Karte. Hoffentlich kommt aber auch auf dein Glück an. Nee, also, das weiß er natürlich. So. Beim Ei. Toller Kampf. Jetzt macht er Sachen. Oh, wie. Ja, war doch ein lustiges Match. Absolut lustig. ist zwar nicht gut für mich ausgegangen, aber es war lustig. Wir haben uns sehr tapfer gewehrt. Aber er hatte ja die pure Bosheit. Die pure Bosheit, Leute. Dieser Drache, der hat mich richtig gefickt. Gefickt. Okay, wir hatten jetzt unser Vampire Control. Jetzt muss das Bellsword Control Deck es reißen. Das Deck muss es reißen. Wenn es das Deck nicht reißt, dann reißt es keins. Meint ihr, der spielt jetzt ein schnelleres Deck? Das wäre natürlich toll. Das wäre richtig toll. Ja, lass mir das doch. Oh, der Eisenatronach, der ist jetzt noch nicht... nicht so gut. Ist jetzt noch nicht so gut. Seid gegrüßt, Freund der Marsch. Wir warten noch ab. Und gucken mal. Okay, da kommt er damit. In die Angelegenheit. Da hat er wieder wenig Möglichkeiten. Aber möchte ich jetzt nicht spielen, da er die olle Karte gezogen hat, den Feuerblitz. Damit kann er die total leicht töten. Dann muss ich halt leider jetzt einstecken. Jetzt hab ich euch. Tanzen wir. So. Dann fangen wir doch mal an, uns etwas zu verteidigen. Da kommt er nicht mehr so leicht durch. Erwischt. Und den können wir... Würde ich mir lieber aufheben, ehrlich gesagt. Ich überlege. Weil der zerberstet ja sowieso an ihm. Dafür den durchdringenden Speer zu benutzen, wäre Schwachsinn. Fangen wir also an. Soldat, Meldung. Eure Befehle? Obwohl er jetzt natürlich extrem schnell kommt, ne? Wir haben hier Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ihr müsst gereinigt. Ich muss die hier auf jeden Fall reinigen. Aber er kann unheimlich viel Schaden machen. Das ist jetzt nicht so toll. Davon gibt es noch mehr. In die Bresche. Wir können uns dann mit der Verteidigung etwas über Wasser wir halten. Halten durch, komme was wolle. Aber das wird schwierig. Da fesselt er auch. Das ist alles ein bisschen schwierig. Dann hoffe ich mal, dass wir uns verteidigen können. Jawohl. Blut auf den Wellen. Oh Mann, ey.
merk das schon. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Da hätte ich den durchdringenden Speer doch auf ihn einsetzen sollen. Ich wusste ja nicht, dass er total ausrastet. Erwischt. Zu Befehl. Bringt mich nicht zum Lachen. Da kann er einfach zu viel Schaden machen, Leute. Da kann er zu viel Schaden machen. Wir halten durch, komme was wolle. Da ist das Board voll. Bam. Ja, ne? Gelaufen, wa? Oh Mann. Ja, viel reisen kann ich da jetzt nicht mehr. Brennt alles nieder. Zack. Und. Bam. Tada. Bisschen Leben gut gemacht. So. Ach, wo? So ist das halt manchmal. Okay. So, dann kann ich da natürlich nicht mehr viel machen. Zack. Töte mich. Mich ärgert das. Beim Ei. Ein toller Kampf. Bringt mich nicht zum Lachen. Ja. Ja, das wird nix, Leute, das wird nix. Das wird nix. Ja, war ein gutes Match. Das jetzt nicht, aber das davor war wenigstens spannend. Das war eine Nullnummer. So eine richtige Nullnummer. Na, ich sag, wie es ist. Ihr seht's, abonniert Master Oaf auf jeden Fall, wer da zufällig zuguckt. Richtig dufter Typ. Übelst witzig, sehr sympathisch, von daher einfach abonnieren und seine Videos gucken, der macht sehr interessante Videos zu, auf jeden Fall Legends natürlich und Witcher, da muss man zuschlagen. Okay Leute, Niederlage ist Niederlage, so ist es halt, muss ich so akzeptieren, aber der Aufmarsch wird kommen, irgendwann wird der Aufmarsch kommen. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Match. Bis dahin, auf Wiedersehen.